bin heute in der Arche in Wedding. Das ist eine Kinder- und Jugendeinrichtung, die sich hier um Kinder, die in Armut aufwachsen, kümmert. Bei mir ist Bernd Siegelko, der Leiter der Archen deutschlandweit. Herr Siegelko, erzählen Sie doch mal, was machen Sie hier eigentlich? Was ist die Arche? Die Arche ist erstmal ein Lebenszentrum sozusagen für Kinder und Jugendlichen und deren Eltern. Wir versuchen, die Potenziale der Kinder zu erkennen, zu fördern. Wir geben natürlich auch ein kostenloses Mittagessen, fördern sie schulisch und versuchen ihnen ein breites Angebot zu machen. Aber vor allem arbeiten wir in ihrem Herzen, nämlich mit Liebe und Beziehung, der ja der Schlüssel dahin ist. Und wir leben dadurch eine ziemlich lange Zeit mit diesen Kindern zusammen. Und was würden Sie sagen, Kinder, die in Armut aufwachsen, welche Erfahrung macht die, was bedeutet das für das Leben dieser Kinder? Ein kleiner Junge in der Arche wurde mal gefragt, ihr seid doch arm. Und er hat gesagt, wir sind nicht arm, wir haben nur kein Geld. Und Armut hat nicht immer was mit Beziehung zu tun. Es gibt ganz viele Kinder, die emotional verarmen. Das sind auch viele Kinder, die finanziell verarmen. Es macht ganz viel mit diesen Kindern. Sie sind häufig ausgegrenzt, sie mobben sich gegenseitig, weil man tritt noch weiter nach unten. Man möchte nicht auf der Seite stehen, wo man gemobbt wird. Und Kinder haben dadurch wenig Perspektiven, sie haben wenig Hoffnung. Wir haben das Problem, dass viele Kinder gar nicht auf weiterführende Schulen gehen können, zum Beispiel das Abitur zu machen, weil sie schon wissen, dass Bildung abhängig ist vom Einkommen der Eltern. Wir haben viele Kinder, die ungefrühstückt in die Schulen gehen, mittags auch noch nicht gegessen haben, die bei uns die erste Mahlzeit bekommen. Und das macht natürlich was mit den Kindern. Ja? Sie versuchen auf der einen Seite ihre Armut zu kaschieren, mit Kleidung, tollen Handy, aber auf der anderen Seite verwahrlost ganz viel in ihnen drin. Und das macht sich dann später in ihrem Leben bemerkbar. Sie haben eben in unserem Gespräch vorher gesagt, wir als Politik müssen die Rahmenbedingungen schaffen, um hier eine Verbesserung herbeizuführen. Was wäre Ihr größter Wunsch an die Politik? Rahmenbedingungen sind vor allem ein kostenloses Essen an den Schulen. Ob das Frühstück oder Mittagessen ist, das ist, denke ich, nicht so relevant. Es braucht ein kostenloses Nachhilfesystem. Es kann nicht sein, dass die Kinder außerschulische Nachhilfe bezahlen müssen, wenn sie dann schlecht in Mathe oder in Deutsch sind. Es braucht eine individuellere Förderung von Kindern. Und wenn ich noch weiter ins Schulsystem gehe, braucht es viel mehr Personal, dass der Lehrer nicht die eierlegende Wollmilchsau ist, sondern dass es viel mehr Schulsozialarbeit gibt, dass auch auffällige Kinder besser aufgefangen werden und dass man davon so ein bisschen wegkommt, Kinder zu betreuen wie eine Dienstleistung, sondern dass man tatsächlich das Interesse am Kind zeigt und es darüber hinaus begleitet. Und auch Eltern, die vielleicht die Anträge nicht stellen für Mittagessenförderung oder irgendwelche Anträge für Klassenfahrten, sondern dass man die schon an den Schulen unterstützt, da wo die Kinder sind. Super, vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.